Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Ich bin die Rockkartoffel und freue mich gerade wirklich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu Let's Play Alice Madness Returns. Wir spielen einfach mal weiter. Ich habe gerade schon wieder die falsche Taste gedrückt. Und wir haben ein Pferdchen. Yes. Und was mache ich mit dem Pferdchen genau? Ich liebe es. Liebe Plattform, bitte, könntest du nochmal vorbeikommen? Vielen Dank. War das knapp. Alter, war das knapp. Mensch, war das knapp. Da war mein letzter Sprung dann doch schneller draußen, als ich gedacht habe. Ja, letzte Folge mussten wir wieder vor dem Scharfrichter flüchten. Und ich muss sagen, das Spiel ist ziemlich eintönig. Außer, dass wir letzte Folge mal wieder diese Lok gesehen haben, die ja angeblich das Wunderland vernichten soll. Können wir hier runter? Tatsächlich. Gibt es hier auch irgendwas? Nee, nicht wirklich. Gehen wir nochmal hoch. Hier oben ist sowieso viel schöner als da unten. Achso, jetzt weiß ich auch, warum da unten der Pilz ist. Boing. Danke, das war die Nummer 1. So kann man sich die Dinger ein bisschen cheaten. Jetzt sind wir doch wieder tiefer gefallen, als ich wollte. Da. Alter! Was geht denn ab? Wo geht's denn da hin? Da oben geht's zu einem Hebel. Zu dem Hebel will ich als erstes. Bitte nach unten. Oh Gott! Hol schnell da drauf. Sehr gut. Dann mache ich, bevor wir jetzt hier irgendwas aktivieren, das Ding hier immer schön. Die Dinger hier immer schön kaputt. Und jetzt aktiviere ich den Hebel. Ih, dieses Herz bewegt sich ja noch. Und jetzt geht er in das Tor auf. Genau. So war das geplant und so ist das gewollt. Glaube ich. Ach, fuck you. Sag mir nicht, dass du nebendran stehst. Natürlich stehst du nebendran. Du stehst natürlich auch nebendran. Oh, das war schon wieder verdammt knapp. Jetzt geh doch mal nach oben, du scheiß Plattform. Gut, 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 gut. Sehr schön. Wunderbar. Ich habe was vergessen. Supi. So, machen wir mal den hier. Und dann machen wir noch den hier. Die habe ich nämlich eben schon gesehen in einer kleinen Cut-Sequenz, in der wir hier reingekommen sind. Beziehungsweise, ich glaube, für euch gestern. Ah, es ist toll, kleinere Sachen mitzunehmen. Aber irgendwie erfüllt es mich in dem Spiel nicht so richtig. Weil es einfach immer das Gleiche ist. Zähnchen und irgendwie so ein Blume-Teil-Ding. Deswegen, am Anfang war das alles schön und gut. Ich war total... Warum? Ich war total von dem Spiel begeistert, so was es zu bieten hat und so. Alter, du willst mich doch verhohnepiepeln, oder? Hat schon wieder nicht funktioniert. Ja, jetzt müsste es eigentlich funktioniert haben. Go, go, Power Rangers! Oh mein Gott! So, oh Gott, sehr schön. Ich höre schon wieder was knurren. Ich weiß, was gleich wieder auf mich zukommt. Der Scharfrichter. Der möchte mich nämlich jetzt. Oder wir müssen einfach nochmal Schach spielen. Ja, das müssen wir. Freut mich wirklich sehr. Start. Gut. So. 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 So.
ist jetzt schon ein bisschen kompliziert hier alles eingerichtet. Also man muss wirklich aufpassen, was man tut. Zum Glück schlagen diese komischen Pferdeviecher nicht nach oben und unten aus. Gott sei Dank, es geht auf. Ich dachte schon. Warum ist es hier so dunkel und unfreundlich? Da hinten geht es wahrscheinlich zu einer Erinnerung oder irgendwie hier zu einer Erinnerung, keine Ahnung wo. Ja, da ganz sicher nicht. Da oben ist aber so eine Tür. Die nutzen wir doch mal. Und zwar mit X. Lissy hasste verschlossene Räume. Ihr Zimmer war weiter vom Feuer entfernt als meins. Eine Rauchvergiftung also ausgeschlossen. Sie schloss ihre Tür nie ab. Außerdem kannte sie noch einen Weg nach draußen. Aus dem Fenster. Jemand hat Lissy betäubt oder getötet. Ihre Tür abgeschlossen, dann die Lampe mit nach unten genommen und zur Vertuschung das Feuer gelegt. Der Plan war, uns alle zu töten. Wer hat das denn wohl gemacht? Ich habe keine Ahnung. Und wir haben einen neuen Schlüssel. Und somit wahrscheinlich fängt auch ein neues Kapitel an, liebe Freunde. Nehme ich mal stark an, also ich bin mir da nicht so sicher. Da lassen wir uns einfach jetzt mal überraschen. Und drücken einfach mal schnell Start. Gucken mal. Ne, Kapitel 4 immer noch. Gut. Wir sind auch immer noch in diesem Schloss drin. In dieser Festung des Bösen. Gucken wir uns jetzt mal hier ein bisschen um, was denn hier auf uns zukommt. Ja, warum immer das klar, dass da irgendwo eine Schweineschnauze ist. Ach, wie schön. Also teilweise ist es auch viel zu offensichtlich, das Ganze. Wenn man ein bisschen ein paar Spiele spielt, dann weiß man, dass hier nicht einfach so sowas ist. Sowas Offenes, wo man einfach so rausgucken kann. So viel Platz auf einmal, wo man ja sonst irgendwo hingehen kann in diesem Spiel. Und die Grinsekatze. Stelle dich dem, was dich ängstigt oder verletzt. Rücksichtslose oder beleidigende Rede darf nie akzeptiert werden. Das stimmt. So. Hier runter. Sehr gut. Dann am besten nochmal hoch. Nee, doch nicht. Oder? Doch. Wir gehen da nochmal hoch. Und am besten noch einen hoch. Jetzt kommen wir nämlich auf Plattform Nummer 1. Das wollen wir ja auch. Denn wir wollen ja auf die andere Seite rüberkommen. Wir wählen mal die T-Kanone aus. Und springen. Bitte, Dankeschön. Die ist aber schnell. Oh, holy Backe. Oh, oh. Da bin ich hier gefallen. Shit. Achso, sind nur diese kleinen Dinger. Gut, solange hier der Oberchef nicht kommt, ist alles im grünen Bereich. Oh. Seit wann drehst du dich denn ganz? Ja, du machst ja auch wieder viel Damage heute. Alter! Du willst aber heute wieder ganz, oder? Ich will zuerst den... Jetzt lass mich doch mal... Sag mal, bist du behindert im Kopf, oder was? So, danke schön. Oder langsam mal Zeit. So. Jetzt kann man sich nämlich ganz auf den Dicken konzentrieren, der jetzt drei von seinen eigenen Bällchen in die Fresse bekommt. Und jetzt machen wir das.
Ja, komm schon. Du kannst mal werfen. Du kannst das. Ja, sehr schön. Und Nummer 1. Und Nummer 2. Und das hier Nummer 3. Weg damit. Zweites Gesicht ist ab. Und das dritte auch. Oh oh. Oh ne, gut. Ich dachte gerade schon. Mit einem kleinen Ruckler präsentiert sich das Spiel wieder von seiner besten Seite, finde ich. Essen spielt in deinen Träumen eine wichtige Rolle, Alice. Kuchen insbesondere. Hast vermutlich keinen Nachtisch verschmäht. Tee auch nicht, wenn es Kuchen dazu gab. Okay. Eine sehr komische Information irgendwie. Warum sagt er uns das? Warum zur Hölle können wir hier durch die Luft... Oh, deswegen können wir hier durch die Luft, okay. Nur, wo war das jetzt nochmal? Hier drunter so? Mal gerade schnell gucken. Ah ne, da. Where's the pills? Ja, klar. Wie klein wollen sie denn die Plattformen noch machen? Jetzt bin ich wieder dran vorbeigesprungen. Wo ist denn das Ding? Okay, diese Plattform ist wirklich very, very klein. Du, ich rutsch da immer runter. Warum rutsch ich da runter? So. Und dann so. Sehr gut. Und dann so. Dankeschön. War ja easy. War ja easy. Gut. Was können wir uns denn hier angucken? Nichts Großartiges, wie es aussieht. Oh nein, bitte kein Labyrinth. Ich mag keine Labyrinths. Ja, ich sag gerne Labyrinths. Ich denke, das sind die Mehrzahl von Labyrinth. Nicht Labyrinths, oder? Ich glaube, das war... Ich glaube, das sage ich einfach immer nur so. Wahrscheinlich Labyrinthe oder so irgendwas. Oder... Ach, ich weiß es doch auch nicht. Warum sage ich das? Warum frage ich das überhaupt? Dieses Spiel, das macht mich echt kirre. Hier ist ein Jump'n'Run. Das bedeutet also, dass es hier wirklich weitergeht. Aber das ist jetzt doof. Hier könnte man nämlich eigentlich sau viele Sachen übersehen und vergessen. Ja, komm. Ist ja okay. Ist ja okay. Und mal langsam. So, jetzt gehen wir nochmal runter. Da hinten war nämlich noch ein Gang. Den will ich auch noch erkunden. Hier, genau dieser. Aber irgendwie führt dann doch alles in die Mitte. Und du dachtest ernsthaft, du bist eine Herausforderung für mich. Oh! Alter, vor dir habe ich mich aber gerade irgendwie ein bisschen erschreckt. Meine Fresse. Ja gut, hier, das hat aber sehr viel gebracht hier jetzt schon wieder. Muss ich jetzt ernsthaft mal zugeben. Gut, gehen wir hier halt in die Mitte. Wir scheinen mal wenigstens gefordert zu werden. Au. Ja, komm, zeig dein hübsches Gesicht. Zeig dein hübsches Gesicht. Ja, sehr schön. Machst du sehr gut. Okay, das hat jetzt gerade irgendwie wie so ein Overskiller ausgesehen, was ich hier gerade veranstaltet habe. Finde ich irgendwie ganz cool, dass es gerade so reibungslos funktioniert hat eigentlich. Aber jetzt ist es auch schon kein Labyrinth mehr, jetzt ist es auch schon wieder nur... Oh oh, wieder nur geradliniges Gelaufe. Hätte mir eigentlich klar sein können. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Kuchen! Willst du Kuchen? Du bekommst Kuchen.
Jetzt werden wir... Ja, genau das habe ich mir nämlich schon irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf gedacht. Dass es irgendwie sein könnte, dass wir das Vieh dann noch zum Schluss... irgendwie zermetzeln. Na, das war ja geil. Warum sind die jetzt größer wie ich? Geile Scheiße. Dieser Gesichtsausdruck. Wundervoll, wundervoll. Gut, aber trotzdem würde ich jetzt sagen, bevor es jetzt hier weitergeht mit einer spannenden Szene des Kampfes und des Todes, nehme ich mal stark an, dass das jetzt kommt, würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen und appelliere an euch auch morgen wieder einzuschalten, denn morgen wird es wahrscheinlich sehr spannend. Wir kommen dieser Königin immer näher und werden sie auch hoffentlich bald irgendwie treffen und bekämpfen. Und das machen wir hier auf Rockkartoffel LP. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Bis morgen. Auf Wiedersehen.